Samstag herrscht in Paderborn wieder der Ausnahmezustand. Das Liborifest 2022 startet wieder in gewohnter Weise und domradio.de ist für Sie live vor Ort. Domradio.de überträgt live aus dem Paderborner Dom den Auftakt mit der Erhebung der Reliquien am Samstag um 15 Uhr. Dann am Sonntag um 9 Uhr das Pontifikalamt zum Liborifest mit Erzbischof Hans-Josef Becker. Am Montag dann um 9 Uhr das Pontifikalamt mit den französischen Gästen und um 11 Uhr das Pontifikalamt der Frauen. Dienstag folgt um 9 Uhr das Pontifikalamt zum Liborifest und um 11 Uhr das Pontifikalamt mit dem Landvolk. Und dann um 17 Uhr die Andacht zum Abschluss des Triduums mit Prozession der Reliquien durch die Stadt. Am Mittwoch überträgt domradio.de um 9 Uhr die Eucharistiefeier mit Feuerwehr und Polizei und um 11 Uhr das internationale Pontifikalamt mit Ordenschristen. Den Abschluss der Übertragungen bildet dann am Mittwoch um 18.30 Uhr das internationale Friedensgebet Peace Bell. Libori 2022, live aus Paderborn, auf domradio.de und den Social-Media-Kanälen von domradio.de und auf YouTube und Facebook.